Ja, einen schönen guten Abend wünsche ich. Ich freue mich, dass viele von Ihnen da sind für einen neuerlichen Vortrag in der Serie Faszination Astronomie Online. Heute Abend möchte ich Ihnen einen kleinen Überblick über unsere Heimatgalaxie geben, die Milchstraße, und zwar anhand neuer Surveys unserer, also Surveys oder eben Himmelsdurchmusterungen, und das über einen sehr breiten Wellenlängenbereich. Warum rede ich von großem Wellenlängenbereich? Das werde ich Ihnen im Laufe der nächsten halben Stunde erklären. Bevor wir uns allerdings diesen neuen Surveys widmen können, möchte ich erstmal ein wenig die Basis legen. Wie sieht unsere Milchstraße bei Nacht aus? Was ganz Einfaches sozusagen, was viele von Ihnen, sobald sie in den Bergen waren oder in lichtarmen Gegenden schon gesehen haben. Was Sie hier sehen, ist jetzt ein normales Foto unserer Milchstraße. Das ist das Bild von, das hat ein Freund von mir gemacht, auf der dänischen Insel Samsö. Deutlich erkennt man zwei hellere Streifen, aber eigentlich noch viel wichtiger ist, dass diese beiden helleren Streifen in der Mitte durchbrochen sind von einem dunklen Streifen. Ich hoffe, Sie können meine Maus sehen, die diesen dunklen Streifen ein wenig anzeigt. Und dieser dunkle Streifen, das ist genau die Mittelebene unserer Milchstraße. Also die Mittelebene unserer Milchstraße sind nicht die hellen Bereiche, sondern es sind die dunklen Bereiche. Und in diesen dunklen Bereichen findet eigentlich all die Aktion statt, also insbesondere Sterneentstehung. Die Geburt neuer Sterne findet in diesen dunklen Bereichen statt. Und warum ist das dunkel in dem Warum ist das so dunkel im optischen, für uns Menschen sichtbaren Licht? Dazu kommen wir dann gleich nochmal. Zuerst möchte ich einmal ein bisschen herauszoomen, weil das ist ja komisch. Warum sehen wir die Milchstraße als Streifen? Wenn Sie sich andere Systeme anschauen, zum Beispiel hier diese Strudelgalaxie M51 oder auch Whirlpool-Galaxie genannt. Das ist ein Bild im optischen, beobachtet mit dem Hubble-Teleskop. Und dort sieht man diese klare Spiralstruktur. Man sieht aber auch ähnlich, wie man das eben für unsere Milchstraße sah, dass diese Spiralen von dunklen Streifen durchzogen sind. So oder so ähnlich haben wir uns eben auch unsere Milchstraße vorzustellen. Aber der Unterschied eben in unserer Milchstraße ist, dass wir nicht von außen auf diese Milchstraße draufschauen, sondern dass wir in der Ebene der Milchstraße sind und durch diesen Blick, durch diese Mittelebene der Milchstraße eben nicht so direkt diese schöne Spiralstruktur erkennen können, sondern dass wir dadurch die Dunkelheit sehen. Und dieser Unterschied zwischen Dunkelheit im optischen und den leuchtenden Optiken, das ist das, warum wir im Folgenden auch dann auf verschiedene Wellenlängen zu sprechen kommen. Aber da wir eben jetzt in der Projektion leben, da wir in solch einer Spirale drin sitzen, in solch einem Arm, man kann sich vorstellen, wir sitzen hier zum Beispiel in so einem Arm hier oben. Das ist jetzt eben eine andere Galaxie, aber wir sitzen sozusagen in so einem Arm hier oben. Und damit kommen wir wieder auf unsere eigene Galaxie zurück, nicht? Wir sitzen halt jetzt in dieser Mittelebene unserer Galaxie und können somit unsere Galaxie auch erstmal nur als Streifen eigentlich sehen. Wir können nicht so eine schöne Spirale sehen, sondern Streifen. Ich möchte Ihnen mal eine frühere Zusammenstellung älterer Daten zeigen, wie unsere Milchstraße in unterschiedlichen Wellenlängenbereichen ausschaut. Das ist hier ein älteres Poster von der NASA Original. Und was man hier sieht, jetzt, wir können ja mal anfangen mit dem dritten von unten. Der dritte Bereich von unten ist eben wieder ein optisches Bild. Und da sehen Sie wieder genau wie vorher, dass man die Mittelebene hat, in der alles dunkel ist und drumherum das Leuchten. Aber wenn wir jetzt sozusagen aus dem Optischen uns langsam ins Nahinfrarote, also langsam nach oben bewegen, sieht man plötzlich die Emission aus der Mittelebene. Und das sind eben die eingebetteten Sterne, die im Nah- und dann im Mittelinfraroten viel besser durch die dunklen Wolken hindurchschauen können. Und dann gehen wir noch ein bisschen weiter nach oben. Dort steht jetzt hier Molecular Hydrogen. Das ist ein bisschen geflunkert, weil die eigentlichen Beobachtungen in molekularem Wasserstoff sehr schwierig sind. Das ist quantenmechanisches Detail, aber es lässt sich nicht gut machen. Dementsprechend wird das üblicherweise in Kohlenmonoxid beobachtet. Und dann haben wir eine Konversion zum molekularen Wasserstoff, diesem Molecular Hydrogen.
Und da sieht man auch wieder, das Gas ist ganz dicht in der Mittelebene. Und dann sehen wir weiter, wenn wir oben sehen wir noch das, den atomaren Wasserstoff, der ist ein bisschen höher, der ist sozusagen die Galaxie ist dort etwas pufft ab, sagt man, dass das Gas ein bisschen höher verteilt ist. Und im Radiokontinuum gibt es auch noch ionisiertes Gas, aber da brauchen wir jetzt nicht sofort drauf einzugehen. Woher wissen wir denn bei solchen ja, Streifenbildern sozusagen, dass wir dann doch eine dreidimensionale Struktur haben und so eine Spirale, wie ich sie Ihnen vorher von der Strudelgalaxie gezeigt habe? Wie können wir das überhaupt machen? Und das geht nur anhand von spektralen Surveys. Und ich möchte hier Ihnen mal ein Beispiel zeigen von einem CO-Survey. Also ich fokussiere jetzt mal, wie das Weiß gerade eingereicht, diesen Bereich des molekularen Wasserstoffs oder eben, weil das im Kohlenmonoxid beobachtet wurde. Wie sieht sowas im Kohlenmonoxid aus? Ja, hier sehen Sie jetzt einen Ausschnitt solch einer integrierten CO-Karte. Aber wie gesagt, CO ist ein Molekül mit ganz dezidierten quantenmechanischen Energieübergängen. Ja, und so ein Molekül hat zwei Atome, das rotiert und bei diesen verschiedenen Rotationen werden ganz genaue Radiofrequenzen ausgesendet. Und diese haben eine bestimmte Frequenz. Wenn man jetzt irgendeine nahezu x-beliebige Sichtlinie unserer Galaxie nimmt und so ein CO-Spektrum entlang dieser Mittelebene aufnimmt, ich zeige Ihnen mal ein Beispiel, wie sowas aussieht, sieht man eben nicht eine Komponente. Auf der x-Achse sehen Sie jetzt die Geschwindigkeit. Im Endeffekt ist das eigentlich eine Frequenz, die man aber in eine Geschwindigkeit umsetzen kann. Und auf der y-Achse ist die Temperatur, also die Helligkeit. Und man sieht ganz viele verschiedene Komponenten. Und das müssen Sie sich vorstellen, genauso, dass es diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten werden durch die Dopplerverschiebung erzeugt. Ja, das ist, können Sie vergleichen sozusagen auch mit einem Krankenwagen. Wenn jetzt der Krankenwagen mit Martinshorn auf Sie zufährt oder auch von Ihnen weg, dann erhöht sich bzw. erniedrigt sich die Tonhöhe. Und jede dieser verschiedenen Linienkomponenten, die Sie dort sehen, gehört also zu Gas, das sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit zu uns bewegt. Somit haben wir also eine dritte Dimension. In unserem Fall ist die dritte Dimension eben die Geschwindigkeit. Aber diese dritte Dimension der Geschwindigkeit lässt sich anhand von Modellen in eine dritte Dimension des Raumes, also sozusagen wirklich 3D-räumlich, umsetzen. Und wie können wir das machen? Also wenn wir jetzt diese Informationen zusammensammeln und dann bekommen wir ein Modell unserer Milchstraße, wie es von oben aussieht. Sie sehen jetzt hier unten, da, ich umkreise das mit der Maus, dort ist die Sonne. Und wir gucken, und aufgrund dieser spektralen Informationen haben wir jetzt die ganzen räumlichen Strukturen erfasst. Wenn Sie jetzt sich das wieder überlegen, wir sind hier bei der Sonne und gucken uns so ein Spektrum an. Ich nehme jetzt wieder das gleiche Spektrum und das ist jetzt hier beobachtet bei einer Länge von 8 von 20 Grad. Das sieht man hier. Und wenn man sozusagen bei 0 ist, das galaktische Zentrum bei 20 Grad, jede dieser Geschwindigkeitskomponenten, die Sie jetzt hier im Spektrum sehen, entspricht einem Spiralarm sozusagen. Diesem Spiralarm, diesem Spiralarm, diesem Spiralarm, diesem Spiralarm. Ja, also kann man kann jede dieser Geschwindigkeitskomponenten einem Spiralarm zuordnen und hat dadurch dann die dreidimensionale Struktur unserer Galaxie. Ich habe hier oben auch nochmal die Größe drauf gezeichnet. Das sind ungefähr 100.000 Lichtjahre. Also unsere Galaxie ist wirklich sehr, sehr groß. Generell bestehen nun aber Galaxien und unsere eben genauso nicht nur aus Sternen, sondern auch aus sehr viel ausgedehntem Material, also insbesondere Gas und Staub. Ja, und zum Studium eben dieser ausgedehnteren Komponenten auch noch sind Beobachtungen bei unterschiedlichen Wellenlängen zentral. Warum brauchen wir das genau? Um das zu verstehen, müssen wir, glaube ich, mal einen kurzen Blick auf die Bestandteile des interstellaren Mediums werfen. Also des Materials, was zwischen den Sternen liegt. Und von dort machen wir dann den Sprung auf die Wellenlängen. Also befassen wir uns im nächsten Abschnitt ein klein wenig mit der interstellaren Materie und dann dem elektromagnetischen Spektrum, warum wir das in dieser Art machen müssen. Gut. Das interstellare Medium befindet sich in gewisser Weise in einem Kreislauf. Wenn Sie jetzt mal hier unten, rechts unten, schauen wir uns in diesen Kreislauf an, rechts unten ist sozusagen unsere Sonne und unser Planetensystem. Wir können das sozusagen als
das Produkt nehmen, in dem wir heute leben. Allerdings ist das eben ein Zyklus. Und wenn wir jetzt von rechts unten in diesem Diagramm mal nach links oben gehen, haben wir dort diese diffusen Wolken, die dann in dem Kreislauf sich verdichten. Und diese diffusen Wolken sind zum einen sehr gering in der Dichte, sie sind sehr kalt und sie sind sehr groß. Um mal ein paar Zahlen zu nennen, die Temperaturen von diesen diffusen Wolken sind bei ungefähr 20 Kelvin oder eben minus 253 Grad Celsius. Das diffus lässt sich beschreiben, also die mittlere Dichte in unserem Stern, in unserer Sonne, ist ungefähr 1 Gramm pro Kubikzentimeter. Und in solch einer Wolke ist das 10 hoch 27 Mal geringer. Also ist sozusagen das anfängliche Medium 10 hoch 7, das sind 27 Größenordnungen diffuser. Also es ist sehr viel kälter, es ist sehr viel diffuser und es ist sehr viel größer. Also muss man, um aus diesem Material, aus diesem diffusen Material, in dem wir auch viele Moleküle zum Beispiel finden, die auch später für die Entstehung von komplexen Molekülen in Kernen und auch in Akkretionsscheiben wichtig sind, also der Sternentstehungsprozess ist sozusagen ein Prozess, in dem ein Riesenbereich an Dichten und Temperaturen überwunden werden muss. Und am Ende können sie auch wieder explodieren. Wir können entweder AGB-Sterne, das sind so ausgedehnte große Sterne, die ihre Hülle abgeben, oder eben auch Supernova-Explosionen, die das Material wieder in den Zyklus abgeben. Also ist das wirklich ein Zyklus und die Sonne wird üblicherweise als Stern dritter Generation bezeichnet. Aber dieser ganze Zyklus ist eigentlich schon eine Vorlesung für sich, ja, das können wir natürlich hier nicht machen. Das Wichtigste für uns ist hier, dass aufgrund eben der enormen Unterschiede an Dichte und Temperatur wir nun die unterschiedlichen Wellenlängen benötigen, um die verschiedenen Prozesse verstehen zu können. Um Ihnen mal ein paar Beispiele für diese Wellenlängenabhängigkeit zu zeigen, zuerst aus unserem realen Leben. Ja, das ist jetzt vielleicht ein recht trauriges Bild von einem Tiger in seinem Käfig. Man sieht die kalten, fiesen Stangen, die ihn dort in seiner Freiheit einschränken. Aber wenn wir den im Nahinfraroten betrachten, bekommt eben, also zum Beispiel eine Wärmekamera von der Polizei, können Sie sich da vorstellen, sehen Sie den Tiger und die Stangen sind, dadurch, dass sie so viel kälter sind, kaum mehr sichtbar. Wenn man sich jetzt einen elektromagnetischen Bandpass zum Beispiel anschaut, sieht man, dass der optische Bereich, eben das wir sozusagen kennen, von blau nach rot, ist nur ein ganz, ist nur ein ganz kleiner Bereich. Und jetzt links davon findet man höher energetische Strahlung und rechts davon findet man niederenergetische Strahlung. Und da es sich bei uns um kalte Materialien in der Sternentstehung handelt, werden wir uns eher jetzt heute auch im Rahmen dieses Vortrages mit den niederenergetischen, langwelligeren Prozessen auf der nächsten auf der rechten Seite des optischen Spektrums sozusagen konzentrieren. Um Ihnen mal ein astronomisches Beispiel zu nehmen, Sie alle haben sicherlich schon Orion bei Nacht gesehen, nicht das schöne Sternbild des Orion. Man sieht hier in der Mitte den Gürtel, dort unten sieht man das Schwert, das ist eben im Optischen, so kann man das nachts, wenn man zum Beispiel in den Bergen ist, ganz gut sehen. Wenn wir das jetzt im Nahinfraroten anschauen, sieht das vollkommen anders aus. Ich werde ein paar Mal hin und her switchen. Sehen Sie, dass man gerade hier auch in dem Bereich des Gürtels und des Schwertes sieht man, wie die Sterne, die hier sind, das Umgebungsmaterial aufheizen. Also man sieht den heißen Staub, der aufgeheizt wurde von dem zentralen Stern, die man dort erkennen kann. Der Unterschied in den beiden Bildern zeigt eigentlich schon deutlich, warum wir immer in unterschiedlichen Wellenlängen versuchen, das zu verstehen. Die einfachste physikalische Erklärung dafür ist die Planck'sche Schwarzkörperstrahlung. Das möchte ich Ihnen doch mal kurz zeigen. Also die Planck'sche Schwarzkörperstrahlung ist, was Sie hier in diesem Diagramm sehen, ist auf der unteren Achse die Frequenz und auf der oberen Achse die Helligkeit. Und Schwarzkörperstrahlung bedeutet, dass eben ein Körper einer bestimmten Temperatur eben in diesem Bereich diese Intensität an Strahlung abgibt. Und jetzt nehmen wir unsere Sonne
unsere Sonne hat eine Oberflächentemperatur von 6000 Kelvin. Und wenn Sie jetzt hier mal, hier habe ich die Kurve mit 1000 Kelvin und hier habe ich die Kurve mit 10.000 Kelvin, dann liegt die Sonne irgendwo dazwischen. Dann ist der Peak der Sonne irgendwo hier, wo meine Maus ist, zwischen den 1000 und 10.000. Und dann gehen wir nach oben, das ist dann genau im optischen Bereich. Und weil eben unsere Sonne dort die größte Intensität hat im optischen, ist das doch, was im Endeffekt die Evolution gemacht hat, dass der Mensch eben genau in diesem Bereich am besten sehen kann. Ja, und wenn wir jetzt eben an kältere Temperaturen, jetzt gehen wir von 1000 auf 100 und auf 10 Grad, da sehen wir, dass wir diese Kurve sich eben in dem Falle jetzt hier, so wie ich das geplottet habe, nach links verschiebt, also in den Radio- und Submillimeterbereich. Dieser Plot wird jetzt im Folgenden immer mal wieder auftauchen, um Ihnen zu zeigen, wo wir stehen mit den Surveys und was wir damit sehen. Und ich würde sagen, damit genug der Präliminarien. Lassen Sie uns nun zu den aktuellen Surveys kommen und was man dort lernen und machen kann. Also was, und ja, im Folgenden werde ich mich nun entlang der Wellenlängen hangeln. Also ich fange wieder schon im Optischen an und ich werde enden im Radiobereich. Also das wird so losgehen von einigen hundert Nanometern bis am Ende Zentimeter Wellenlängen oder eben von Sternen, die man im Optischen sieht, über dann warmen, kalt bis warmen Staub bis zu kaltem Gas und den damit verbundenen physikalischen Prozessen. Da es wirklich eine Vielzahl an Surveys und dazugehörigen Ergebnissen gibt, müssen wir uns im Rahmen hier dieses Vortrags heute auf einzelne Beispiele beschränken. Im Folgenden werde ich Ihnen jeweils einen Survey vorstellen und dann einzelne prominente Beispielergebnisse zeigen. Lassen Sie uns im Optischen beginnen. Lassen Sie uns mit dem Gaia-Satelliten beginnen. Ja, der Gaia-Satellit wurde im Dezember 2013 gestartet und erkundet seitdem regelmäßig den kompletten Himmel. Das geplante Ende der Mission ist im Jahre 2025 und das ist im optischen Wellenlängenbereich, aber ganz also im optischen Wellenlängenbereich. Jetzt, deswegen kommt der Plot immer wieder. Sie sehen das hier jetzt orange eingefärbt. Das ist so der Wellenbereich, Längenbereich, den man mit Gaia ganz gut betrachten kann. Wichtig an diesem Survey ist, dass er nicht nur einfach sich die Sterne anguckt, sondern mit einer hohen zeitlichen Kadenz. Also es wird immer wieder aufgenommen und diese wiederholten Aufnahmen erlauben es, dass man Bewegungen der Sterne, mini, sehr kleine Bewegungen der Sterne beobachten kann. Das sind die sogenannten Parallaxen. Und diese Parallaxen erlauben einem nun, eine Distanz zu bestimmen. Und das ist natürlich eigentlich der Clou, weil üblicherweise, unsere Astronomie hat ja immer das Problem, dass wir in zwei Dimensionen eigentlich leben. Wir sehen die Bilder am Himmel und wir wissen so wenig über die dritte Dimension, die Distanz. Und aufgrund dieser Parallaxen, also dieser räumlichen Bewegungen, können die Distanzen bestimmt werden. Das ist eine ganz großartige Sache. Und um Ihnen dafür mal ein Beispiel zu zeigen, im letzten Jahr wurde eben mit Hilfe dieser Parallaxen die dreidimensionale Struktur der relativ berühmten Wolken Perseus und Taurus vermessen. Und es stellt sich heraus, dass diese am Rande einer gigantischen Bubble liegen, also einer Schale. Wenn Sie hier das Bild sehen, sozusagen rechts oben erkennen Sie unsere Sonne. Und die grau schattierten Bereiche sind jetzt die dreidimensionale Struktur, sowohl der Tauruswolke hier zur rechten, als auch im Hintergrund der Perseuswolke. Und da wir jetzt die dreidimensionale Struktur haben, stellt sich heraus, dass die eben nicht irgendwie nebeneinander liegen, sondern dass die sich wirklich wie so über eine Oberfläche einer gigantischen Bubble verteilen. Und wahrscheinlich wurde eben diese Blase ursprünglich mal von einer Supernova-Explosion initiiert. Und diese Expansion hat dann vermutlich am Rande oder in ihrer Expansion Gas wiederum verdichtet. Und in diesen Verdichtungen am Rande entstehen nun heutzutage neue Wolken, Taurus Perseus in diesem Falle. Und in diesen Wolken wird dann zukünftig wieder neue Sternentstehung, oder es findet schon statt, findet neue Sternentstehung statt. Aber jetzt sieht man mit Gaia wieder, in Anführungsstrichen, nur die Sterne. Also die Mittelebene ist nahezu verschwunden. Jetzt wollen wir langsam mal die Mittelebene besser sehen. Wie sieht das im Nahinfraroten aus? Im Nahinfraroten ist das nun sozusagen ein Bild über jeweils
20 Grad plus minus sozusagen in der Mitte und dann geht es 40 Grad rauf, nach oben und nach unten. Mit dem Spitzer-Satelliten, und ich habe es hier unten rangeschrieben, die Wellenlängenbereiche davon in blau sieht man 3,6 Mikrometer, in grün 4,5 und in rot 24 µ. Der wurde ursprünglich im Jahr 2003 gestartet. Dann war ursprünglich von 3,6 µ bis 180 µ nutzbar. Dann ist im Jahr 2009 das Kühlmittel ausgegangen. Wusste man, das war irgendwann aus, das war klar. Und dann war es nur noch bis 4,5 µ nutzbar. Nichtsdestotrotz war das Missionsende erst 2020. Also er hat 17 Jahre lang Daten geliefert. Und auch der Archivwert solch einer Mission ist enorm. Weil diese Daten, auch wenn die schon älter sind, benutzen wir noch regelmäßig, weil es so tiefe, so gute Daten in diesem Wellenlängenbereich einmalig sind. Für unsere Milchstraße waren am wichtigsten die sogenannten Surveys CLIMS und MIPSCAL, und das war zwischen 3,6 und 24 µ Wellenlänge. Bei diesen Wellenlängen sieht man jetzt hauptsächlich den warmen Staub um junge Sterne. Jetzt möchte ich mal ein Beispiel zeigen. Jetzt zoomen wir mal in eine Region ein bisschen mehr rein. Ach so, Entschuldigung, das hatte ich vergessen. Wir haben hier natürlich noch unseren kleinen Wellenlängenbereich. Wie Sie sehen, bewegen wir uns langsam ein wenig nach links ins Längerwellige. So, und jetzt sehen Sie eben wieder so ein Farbkomposit. In diesem Falle ist es von 3,6 µ in blau bis zu 24 µ in rot. Aber der interessante Bereich ist, dass Sie sozusagen Unterschiedliches sehen. Wenn Sie auf der rechten Seite schauen, erkennen Sie diese dunklen Schatten. Und da haben wir wieder dunkle Schatten, die selbst bei 24 µ dunkel sind. Das heißt, das ist das jüngste, kälteste Gas dort. Das sind sozusagen die Wiegen, in denen die Sterne noch nicht entstanden sind, sondern gerade beginnen. Dann haben wir hier in der Mitte schon Sterne, die gerade das Umgebungsmaterial beheizen. Und zur Linken, dann sieht man eher in Blau schon O-Sterne, die auch wieder das Umgebungsmaterial ja fast schalenartig aufblähen bzw. wegpushen. Jetzt haben wir hier wieder ein zweidimensionales Bild. Wie sieht das in der dritten Dimension aus, wenn wir wieder uns unsere Galaxie vorstellen? Das ist wieder das Modell. Sie sehen den roten Stern, das ist unsere Sonne. Und dann habe ich diese orange Box da in die Mitte angezeigt. Das ist ungefähr der Bereich, den wir auf dem vorherigen Bild gesehen haben. Es ist also so, dass diese Spiralarme, die man sieht, das sind ausgesprochen starke Gravitationsfelder. Und dass sich das Gas bewegt sich nicht mit der gleichen Geschwindigkeit, sondern das Gas kann sich in diese Gravitationsarme, in diese Spiralarme reinbewegen. Durch die höhere Gravitation kann es kollabieren, macht Sternentstehung und kann sich dann auch wieder rausbewegen. Also sind das in unterschiedlichen Regionen. Und man kann hier also auf diese Weise eine zeitliche Entwicklung der Sternentstehung verfolgen, was ansonsten sehr schwierig ist. Deswegen komme ich zurück auf diesen Plot. Also man sieht hier von jungen Sternentstehungsregionen rechts, gerade passierend Mitte, links O-Sterne, die oder fertige Sterne, die schon ihre Umgebung ionisieren und auch das Gas wieder wegblähen. Die Zeitskala für solche Prozesse sind üblicherweise einige Millionen Jahre. Bewegen uns nun weiter von den jungen Regionen zu immer kälterem Staub. Was gibt es dort? Dort gab es dann den Herschel-Satelliten. Der hat das Ganze im Ferninfraroten gemacht. Das ist ein 3,5-Meter-Schüssel gewesen, der im Endeffekt zwischen 2019 bis 2009, Entschuldigung, 2009 bis 2013 flog. Und wiederum, da es da kaum was Vergleichbares gibt, ist das von einem sehr großen Archivwert und wir arbeiten heutzutage noch damit. Schauen wir uns hier den Frequenzbereich an. Sie sehen, es bewegt sich langsam weiter nach links ins Längerwellige. Was man schon auf diesem großskaligen Bild erkennt, ist, dass das kalte interstellare Medium sehr ausgeprägte filamentartige Strukturen aufweist. In gewisser Weise war das schon vor Herschel bekannt, dass viele filamentäre Strukturen da sind. Aber man kann schon behaupten, dass Herschel Filamente als Paradigma sozusagen hervorgerufen hat. Heute herrscht Einigkeit daran, dass der Wolkenkollaps und die Sternentstehung über einen filamentären Prozess stattfinden. Also wir haben erst diffuses Gas, es beginnt zu kollabieren, dann bekommen wir filamentäre Strukturen und entlang dieser Filamente entwickeln sich weitere Kerne, in denen dann Sternentstehung und die dichten Gaskerne entstehen.
Bleiben wir einen Moment bei diesen langwelligen Sachen, aber erhöhen, sagen wir mal, den Grad der Komplexität. Strahlung, Emission kann auch polarisiert sein. Das heißt, dass das Strahlungsfeld, das ja eine gerichtete oder auch eine vektorielle Größe ist, kann eine bevorzugte Orientierung haben. Und das ist dann sozusagen die Polarisation, die man damit beobachtet. Parallel mit dem Herschel-Satelliten wurde in der gleichen Rakete damals der Planck-Satellit auch ins All gestartet. Parallel, der Spiegel ist ein bisschen kleiner, Herschel war 3,5 Meter, Planck ist jetzt 1,75 Meter. Dafür hat es aber die Polarisationsmöglichkeit. Und wir sehen, es ist auch in diesem langwelligen Teil. Eigentlich war diese Planck-Mission eine Kosmologie-Mission. Aber da die Kosmologen den ganzen Himmel sich angeguckt haben, hat man zum Glück immer auch die Milchstraße. Diese Karte, die Sie jetzt hier sehen, die wird auch öfter als sozusagen der Van Gogh der Astronomie bezeichnet. Und die Farbskala zeigt dabei das dichte Gas, während die Linien die aus der Polarisation hergeleitete Orientierung des Magnetfeldes anzeigen. Also die Polarisation der Strahlung wird dazu hervorgerufen, dass die Staubkörner elongiert sind. Und diese elongierten Staubkörner haben die Eigenschaft, dass sie eben in gewissen Polarisationsrichtungen strahlen. Und die ist senkrecht zum Magnetfeld. Also kann man daraus das Magnetfeld lernen. Um Ihnen ein Ergebnis mal zu zeigen, wir zoomen in Teil unserer Milchstraße, wir haben die Mittelebene. Und da sieht man, dass eben in den äußeren Bereichen das Gas sozusagen bei niedrigen Dichten folgt die Gasstruktur den Magnetfeldern. Ja, also das Gas folgt sozusagen hier der Orientierung des Magnetfeldes. Das kann man auch hier erkennen. Da sind die dichten Gasstrukturen, die dem Magnetfeld folgen. Ich glaube, das kann man hier an verschiedenen Stellen ganz gut sehen. Und je dichter es wird, also so, je näher wir uns sozusagen der Mittelebene annähern, wendet sich das herum und dann kollabiert das Gas und bewegt sich senkrecht zu den, also bewegt sich dann senkrecht zu diesen Magnetfeldern. Aber wir haben natürlich, ja, also damit haben wir nicht nur was über die Temperaturen, sondern wir können auch Orientierung des Gases im Verhältnis zum Magnetfeld zu studieren. Ich habe Ihnen bis jetzt nur Kontinuum-Surveys gezeigt. Wir haben natürlich auch spektrale Sachen. Und ich hatte Ihnen ja vorhin schon das CO gezeigt, das Kohlenmonoxid, um die galaktische Rotation zu zeigen. Ich möchte da noch mal kurz drauf zurückkommen. Das ist die gleiche Karte von vorhin, Kohlenmonoxid, und wir sind hier wieder in diesem ganz langwelligen Bereich. Das hatten wir eben schon gesehen. Jetzt könnte man ja sagen, dieser Survey ist schon sehr alt. Ja, ursprünglich, Sie sehen, das Paper ist von 2001. Allerdings gibt es da wurden die Daten immer wieder neu analysiert und eine Gruppe um Miville de Schenn hat letztlich eine Neuanalyse gemacht und das auch mit atomarem Gas verglichen. Und dann haben die sozusagen untersucht, wie sich das Verhältnis von dichtem molekularem Gas zu weniger dichten, diffusen atomarem Gas verhält mit Distanz zum galaktischen Zentrum. Was man da dann erkennen kann, das ist jetzt so ein Plot. Da sehen Sie jetzt auf der X-Achse die Distanz vom galaktischen Zentrum. Also bei 0 haben wir unser galaktisches Zentrum. Unsere Sonne ist hier ungefähr bei 8,5 circa. Und hier ist der Anteil des molekularen Gases. Und da sieht man, dass eben hier so 10 hoch 0, also 1, dass im Zentrum fast das komplette Gas molekular ist und auch hier bis zur Sonne. Also da, und in diesem molekularen Gas kann Sternentstehung sehr gut stattfinden, wogegen hier außerhalb, 10 Kiloparsec außerhalb, alles atomar ist. Und in diesem äußeren atomaren Bereich kann kaum noch Sternentstehung stattfinden, weil das Gas nicht dicht genug ist und die Verdichtungen notwendig sind. Also man kann wirklich daraus ableiten, dass die Sternentstehungsraten im Zentrum der Galaxie höher sind als weiter draußen. Zu guter Letzt möchte ich Ihnen jetzt noch einen Survey vorstellen, an dem ich selber stark involviert bin. Der läuft unter dem Namen TOR. Das Akronym ergibt sich daraus, dass wir uns H1, also atomaren Wasserstoff, OH, molekulares Gas und Rekombinationslinien, also ionisiertes Gas, anschauen. Das ist jetzt keine Satellitenmission, sondern das ist mit einem Interferometer. Ich habe Ihnen das unten rechts gezeigt, so ein Bild vom Interferometer. Warum? Das wäre wahrscheinlich auch wieder eine Vorlesung oder ein Vortrag für sich. Aber um gute räumliche Auflösung zu erreichen, also kleine Pixel am Himmel, brauchen wir sehr große Teleskope.
Irgendwann ist aber die Größe eines Teleskops begrenzt, die Statik. Wir können ja nicht viel mehr als bauen. Irgendwann ist Schluss. Und dadurch kann man kann allerdings jetzt ganz viele Teleskope zusammenschalten. Hier zum Beispiel dieses Very Large Array. Da sehen Sie viele Teleskope. Und die Basislinie, also der Abstand der zwei Antennen, Sie sehen jetzt hier zum Beispiel die beiden äußeren Antennen, das simuliert sozusagen ein Teleskop vom Radius der äußersten Antennen. Also lässt sich aufgrund des Interferometers ein gigantisches Teleskop simulieren und damit sehr gute räumliche Auflösung. Das ist sozusagen ein Clou an der Interferometrie. Wir beobachten da jetzt ganz viele Sachen, wie gesagt, atomar, molekular, ionisiert. Ich mag da jetzt gar nicht in alle Details eindringen. Das gelbe Dreieck, was ich Ihnen hier aufgezeichnet habe, deutet nur an den Bereich, den wir beobachten. Also wir beobachten nicht die ganze Galaxie, sondern nur diesen Subbereich, der anhand dieses Dreiecks zu erkennen ist. Was ich Ihnen im Folgenden zeigen möchte, ich werde jetzt so, wie so ein kleiner Movie, wir begeben uns sozusagen vom äußeren Bereich hier, der äußere Teil des Dreiecks, das ist 67 Grad galaktische Länge bis zu 15 Grad galaktische Länge. Und ich möchte Ihnen einfach mal die Kontinuumskarte zeigen, die man auf diese Weise erhalten kann und was für unterschiedliche Strukturen man dort bekommt. Also, wenn ich das gleich starte, Sie sehen jetzt, das ist Zentimeter Wellenlänge, 1,4 Gigahertz. Und wir sehen unten die galaktische Länge, also das ist der linke Rand des Dreiecks im Moment und es geht dann bis zum rechten Rand des Dreiecks und auf der Y-Achse ist die galaktische Breite, also die galaktische Höhe. Ich starte das jetzt mal und dann beginnt das. Jetzt, ja, sollte jetzt durch Ihren Bildschirm laufen. Jetzt sehen Sie erstmal viele kleine Quellen. Das sind hauptsächlich extragalaktische Hintergrundquellen. Die haben mit unserer Milchstraße gar nichts zu tun. Aber je weiter wir uns jetzt nach drinnen bewegen, desto mehr Quellen tauchen auf. Und all diese ausgedehnte Emission, die Sie dort sehen, die ist Emission von Objekten in unserer Milchstraße. Sie sehen manchmal die Beschreibung H2-Region, also H2-Regionen sind ionisiertes Gas. Sie sehen aber auch den Begriff SNR, Supernova Remnant. Das sind also die Überreste von Supernova-Explosionen. Und dieser Server erlaubt es, dadurch, dass wir auch in unterschiedlichen Wellenlängenbereichen, können wir die physikalischen Prozesse festmachen. Also wir können sozusagen für jeden Pixel, den Sie hier auf der Karte sehen, bestimmen, ob die Emission eben sogenannte Frei-Frei-Emission zwischen Protonen und Elektronen ist, die zum Beispiel von H2-Regionen entsteht, oder sogenannte Synchrotron-Emission, die entweder von Supernova-Überresten oder auch von extragalaktischen Quellen. Also können wir damit eine diverse Anzahl an physikalischen Prozessen analysieren und studieren. Ja, und damit ist die halbe Stunde auch schon langsam vorbei und es bringt mich zu dem Ende. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Eindruck über unsere Milchstraße geben und was wir anhand dieser Himmelsdurchmusterung oder eben der Surveys lernen können. Im Endeffekt geht es uns immer darum, die dahinterliegenden physikalischen Prozesse zu verstehen. Von Wolkenentstehung über Sternentstehung zu Feedbackprozessen. Solche Art Surveys sind für unsere Studien einfach elementar. Deswegen sind auch Sachen, die vielleicht schon 15, 20 Jahre alt sind, immer noch von zentraler Bedeutung. Die benutzen wir auch sehr viel. Andere Surveys sind noch sehr jung und noch bei weitem nicht in aller Tiefe analysiert. Aber das ist ja gut für uns. Da bleibt noch viel Arbeit übrig. Bevor wir jetzt gleich mit den Fragen beginnen, noch ein möchte ich Sie noch kurz zeigen, was es nächste Woche gibt. Nächste Woche wird Ihnen Dr. Friederike Klahn vom Institut für Datenwissenschaften in Jena das Projekt Nachtlichtbühne, ko-kreative Zusammenarbeit bei der Erforschung nächtlicher Lichtphänomene präsentieren. Das ist am nächsten Dienstagabend um 19 Uhr, wie immer live. Aber das war nur kurz. Damit kommen wir zurück und ja, da stehen Ihnen die Fragen vor. Also ich sehe hier in dem Live-Chat auch schon die erste Frage. Ich lese Ihnen mal diese erste Frage vor. Wenn auf der anderen Galaxienseite eine Zivilisation wäre, könnten wir die überhaupt entdecken? Also aus meiner ganz trivialen Sicht würde ich das einfach mit Nein beantworten. Wir sehen ja auf der anderen Seite, wenn Sie auf die andere Seite der Galaxie sehen, dann sind wir plötzlich bei 15 Kiloparsec Distanz. Da sind unsere räumlichen Auflösungselemente so gering, dass wir immer nur
über einen großen Bereich, meistens sogar über viele Sterne, aber selbst wenn man sogar einen einzelnen Stern sieht, kann man dort das Signal der Planeten und möglicher Zivilisationen nicht vernünftig separieren. Also das halte ich für schwierig bis nahezu ausgeschlossen. Wie, also als zweite Frage sehe ich jetzt hier, wie muss der Himmel aussehen, wenn man in der Nähe des Kerns wohnt? Wird da nie Nacht? Also die Frage ist jetzt ein bisschen, wenn Sie, was Sie verstehen unter dem Kern. Wenn wir jetzt sagen wir, wenn Sie jetzt Kern sagen, wenn wir das Zentrum unserer Galaxie nehmen, das Zentrum unserer Galaxie ist ein Sternhaufen, der sehr dicht und sehr viele Sterne hat. Die Strahlung dieser vielen Sterne, naja, ich meine, also ich muss zugeben, dass ich mir in dieser Dichte das noch nie sehr überlegt habe, aber es wird mit Sicherheit starke Konsequenzen haben und aber ich muss da mal kurz drüber nachdenken. Ich gehe davon aus, dass es da mehr oder weniger hell bleibt, da von allen Seiten in der Nähe. Das sind ganz dichte Sternhaufen und in diesen dichten Sternhaufen haben sie immer in der Nähe auch weitere Sterne, die ihnen schon noch Strahlung übermitteln werden, ja. Als dritte Frage sehe ich jetzt hier, gibt es eigentlich in der Galaxie eine habitable Zone wie im Sonnensystem? Also ich würde die habitable Zone nicht auf Galaxien beziehen, sondern immer auf Sterne. Es gibt mit Sicherheit andere Sterne in unserer Galaxie, die auch eine habitable Zone haben. Ich glaube, eine habitable Zone in einer Galaxie zu definieren, sollte man nicht tun, sondern man sollte sie immer als Temperaturabstandsbereich um einen Stern ansehen. Die Erde ist das halt, um unsere Sonne. Und ja, es gibt diverse andere Sterne in unserer Galaxie, sogar mit Sicherheit sehr viele, die auch habitable Zonen aufweisen. Vierte Frage sehe ich jetzt hier. Die Zuordnung der Spikes zu Spiralarmen verstehe ich noch nicht. Man sieht die Arme doch über einen großen Wellenwinkelbereich. Oder ist das da schon eingerechnet? Also ich versuche jetzt mal zurückzugehen, das mal zu zeigen. Nehmen wir noch mal das. Nehmen wir so ein CO-Spektrum. Ja, man sieht die Spiralarme über Winkelbereiche genau. Und dieses Spektrum, wo ich Ihnen hier jetzt die verschiedenen Peaks sehe, das ist eine Sichtlinie. Und na, vielleicht muss ich dann wirklich doch noch weiter zurückgehen. Ups, vielleicht geht das doch hier sozusagen. Wenn Sie jetzt so ein Spektrum mit einer Sichtlinie nehmen, in dieser einen Sichtlinie, nehmen wir wieder die Sonne und eine Sichtlinie, gibt Ihnen jeder Spike einen Spiralarm an. Wenn ich jetzt eine andere Sichtlinie nehme, da sich diese andere Sichtlinie, der Spiralarm, mit einer unterschiedlichen Geschwindigkeit zu uns bewegt, werden auch die Spikes eine unterschiedliche Geschwindigkeit haben. Also das dreidimensionale Bild kann man nicht erhalten, Sie haben da schon recht, man kann das nicht erhalten aus einer Sichtlinie, sondern man muss sozusagen über jeden Winkelbereich die Geschwindigkeiten messen und aus jedem Winkelbereich dadurch die Struktur, das ist im Endeffekt eine Modelliererei. Wir nehmen ein Geschwindigkeitsfeld unserer Galaxie an und dieses Geschwindigkeitsfeld muss mit den gemessenen Geschwindigkeiten unserer Kohlenmonoxidspektren übereinstimmen. Und daraus wird dann die Struktur bestimmt. Also ja, es reicht keine Einzelsichtlinie, weil sich das verändert. Da haben Sie schon recht, das ist korrekt. Als nächste Frage. Woher kommt die höhere Gravitation innerhalb der Spiralarme der Milchstraße? Naja, im Endeffekt ist das Potenzial unserer. Naja, also Spiralarme können entstehen durch externe Störungen. Also externe Störungen kann zum Beispiel die Magellanschen Wolken, ist eine Nachbargalaxie sozusagen, also Nachbar, die gehört noch zu unserem Bereich, die Magellanschen Wolken. Und die können eine Störung im Gravitationspotenzial, also so eine, unsere Galaxie und andere Galaxien, die haben ein Gravitationspotenzial. Und dieses Potenzial kann auch erstmal anfänglich relativ gleichförmig sein. Das muss am Anfang keine Spirale haben. Das kann eine smoothe Verteilung sein. Aber wenn Sie zum Beispiel als Beispiel so einen externen Störer haben, wie die Magellanschen Wolken, kann der eine
Schwankung in dem Gravitationspotenzial hervorrufen. Und diese Schwankung erhöht dann schon die Gravitation und dann passiert alles dort. Also und dann werden dort auch die Sterne entstehen. Und also im Endeffekt ist es eine externe Störung des Gravitationsfeldes, was die Gravitationskräfte oder was das Potenzial erhöht und dass dadurch dann eben Sternentstehung dort stattfindet und man dort dann auch in der Nähe dieser Spiralarme eben die hellen Sterne sieht, die das dadurch so deutlich machen. Gibt es eine bevorzugte Richtung aller Gaswolken in der Milchstraße? Naja, die Milchstraße rotiert ja und damit hat man natürlich schon eine generelle Rotationsbewegung, also eine generelle Rotationsbewegung der Galaxien. Das Gas strömt dann in die Wolken rein und im Rahmen eben die Rotation der Galaxie auch wieder raus. So gesehen, ja, hat das eine bevorzugte Richtung. Wieso hat die Galaxis unten Arme beim Planckbild? Da muss ich jetzt mal zum Planckbild zurückgehen und sehen, was Sie da meinen. Sie schreiben, wieso hat die Galaxis unten Arme beim Planckbild? Sie meinen wahrscheinlich die Ausströmung hier, vermute ich, dass Sie das mit Armen meinen. Also die Hauptaktion, Sternentstehung, aber auch Supernovae-Explosion, finden in dieser Mittelebene statt, die ich hier mit der Maus wieder nachverfolge. Und gerade die Explosionen, diese sogenannten Supernovae-Überexplosionen, die haben wahnsinnig energetische Prozesse und die können das Gas wirklich rausschleudern aus unserer Galaxie. Ja, also dann kann sozusagen durch so eine Explosion das Gas rausgeschleudert werden und nichtsdestotrotz hat die Mittelebene immer noch ein hohes Potenzial, also Gravitation auch wieder die Anziehungskraft, sodass es dann auch wieder hineingezogen werden kann. Also ist das man kann das sozusagen als Feedback Loop bezeichnen, dass die Explosion in der Ebene das Zeug erstmal rausschießen und dann durch die Gravitationsanziehung das Gas auch wieder reinfließt. Und dadurch können Sie sich vorstellen, dass sozusagen diese Arme, wie Sie es nennen, entstehen, also diese Ausstülpung aus der Mittelebene. Gibt es Wasser auch einfach so als Moleküle im Weltraum? Ja, das ist eine ganz klare Antwort. Ja, Wasser hat genauso, also H2O, hat genauso wie Kohlenmonoxid dezidierte Spektrallinien, was im Detail beobachtet wurde. Und ja, man sieht Wasser sehr stark, sehr viel in der Milchstraße. Es ist auch ein sehr wichtiger Bestandteil der dichten Wolken, weil Wasser hohe Kühlfunktion hat und hilft auch, die Wolken runterzukühlen auf sehr geringe Temperatur. Als nächstes kommt hier, am Rand unserer Milchstraße entstehen ja auch Sterne. Wie hoch ist denn dort die Konzentration von Gaswolken? Ja, da haben Sie völlig recht. Also ich hatte vorhin in dieser Folie aus molekularem Gas über atomarem Gas gesagt, es ist sehr viel mehr im Zentrum als auch außen. Aber es stimmt, auch dort außen entstehen Sterne, aber sehr viel weniger. Also die Sternentstehungsraten, die sind sehr viel geringer. Faktor einiges. Also es kann sich dort auch Gas so verdichten und Sterne, aber die massereichsten Sterne und die massereichsten Sternhaufen, die entstehen eher im galaktischen Zentrum, wogegen außen schon masseärmere Sterne können dort entstehen. Das ist kein Problem. Als nächstes sehe ich hier, wie groß ist die Milchstraße? Manche sagen 100.000 Lichtjahre, andere sagen 200.000 Lichtjahre. Also ich habe Ihnen hier 100.000 angezeigt. Das liegt ein bisschen auch am Tracer. 100.000 ist so die Zahl, die mir üblicherweise geläufig ist. Aber wenn Sie die Milchstraße sich jetzt nur im molekularen Gas anschauen würden, wäre sie sehr viel kleiner, als sie im atomaren Gas ist. Also man könnte auch sagen, abhängig von dem Material, das man untersucht, erkennt man auch unterschiedliche sozusagen beobachtbare Größen, aber für mich die Größenordnung, die mir immer so eigentlich, von der ich ausgehe, ist 100.000 Lichtjahre.
Wie viele Arme sind aus unserer Sichtlinie hintereinander gefunden worden? Ich gehe jetzt nochmal zurück. Aus unserer Sichtlinie. Das ist ein heiß debattiertes Problem momentan, wie viele Spiralarme unsere Galaxie hat. Die meisten Modelle gehen von dem, was Sie hier sehen, mit zwei Hauptarmen aus. Man hat diesen inneren Bar, nennt sich das, den inneren Balken. Und von dem Balken geht, ups, sag ich zu weit, geht eben dieser Arm hier ab, der Scutum Centaurus Arm und auch der Sagittarius und dann später der Perseus Arm. Allerdings gibt es auch noch viele diffusere Strukturen. Also die Modelle gehen davon aus, dass man wahrscheinlich zwei große Hauptarme hat, aber noch diverse weitere, ja, nennen wir es mal Nebenarme, kleinere Arme. Also vermutlich sind es mehr. Aber es gibt auch Modelle, wo man nur von vieren ausgeht. Ich würde sagen, der Konsens geht momentan eher von zwei Hauptarmen und mehreren kleineren Nebenarmen aus. Frage 12. Fliegt die Milchstraße direkt auf die Andromeda-Galaxie zu oder streift sie diese nur? Also meines Erachtens fliegen die beiden so aufeinander zu, dass sie durcheinander kollidieren sollten. Ich bin da aber kein Experte, da will ich mich jetzt nicht komplett festlegen. Aber sie sind allerdings so, die Galaxien sind im Endeffekt dann schon relativ durchlässige Medien, dass sogar auch bei so einer Kollision sie sich nicht komplett zerstören müssten. Aber ich gebe zu, da bin ich kein Experte, da mag ich mich nicht weiter festlegen an der Stelle. Warum ist die Ecke um das Sonnensystem so leer an Sternen und Wolken? Weil alle anderen Sterne schon vorher explodiert sind, bevor die Sonne entstand? Das ist eine sehr gute Frage. Es gab letztes Jahr so ein Paper, in dem wirklich gezeigt wird, dass die Sonne momentan sozusagen in so einem Zentrum einer Bubble liegt. Und dann kann man sich natürlich immer fragen, naja, die Welt hat ja keine guten Erfahrungen damit gemacht, wenn sie die Erde oder die Sonne irgendwo ins Zentrum sitzt. Das ist ja historisch betrachtet, sagen wir mal, eine schlechte Erfahrung. Aber ja, es gab eine Supernova-Explosion, das ist korrekt. Und das heißt aber nicht, dass in dem Moment dieser Supernova-Explosion unsere Erde schon im Zentrum dieser Gegend war, dann wäre die Erde ja mit kaputt gegangen, sondern die Supernova ist explodiert und unser Sonnensystem hat auch Eigenbewegung und bewegt sich sozusagen, das ist wahrscheinlich relativ zufällig, momentan halt durch diese relativ leere Region hindurch. Das ist so das momentane Verständnis davon, dass wir aber, und man kann das dann statistisch ausrechnen, ist es Zufall, dass man in der Mitte, also man ist ja nicht in der Mitte, aber man ist relativ da in der Nähe, aber das hat auch eine hohe Transportzeit sozusagen, der man dort fliegt. Aber ja, es gab eine Supernova, das ist so, und wir bewegen uns durch diese Bubble sozusagen durch. Welche Dichte haben die von Ihnen beschriebenen Wolken interstellaren Gases? Wie groß ist die Bandbreite der Dichten bei den beobachteten Gaswolken? Wir beschreiben diese Sachen immer in Teilchen pro Kubikzentimeter. Und das atomare Gas hat üblicherweise 1 bis 10 Wasserstoffatome pro Kubikzentimeter. Die Molekülwolken, die Sie dann in CO sehen, haben üblicherweise um die 1000 jetzt H2-Moleküle pro Kubikzentimeter. Und die dichten Kerne, in denen dann die Sternentstehung anfängt, in denen es dann losgeht, die haben 10 hoch 7, 10 hoch 8 Teilchen pro Kubikzentimeter. Also da haben wir schon Größenordnung von 7, 8, um das dichte Gas, in dem dann Sterne entstehen. Am Ende in dem Stern müssen wir dann nochmal 20 Größenordnungen höher gehen. Wie kommt es, dass sich die Arme nicht aufwickeln? Das Zentrum, der Kern dreht sich doch schneller. Ne, das ist eine differenzielle Rotation und die Strukturen verändern sich schon. Also das ist keine gleichbleibende Struktur. Die Spiralgalaxie, wenn man sich Modellierungen von Galaxien anschaut, verändern die sich sehr stark mit der Zeit. Aber die Rotationsgeschwindigkeiten sind natürlich sehr langsam. Und irgendwann können sich wenn die Galaxie älter wird,
löst sich auch so eine Spiralgalaxie aus. Das heißt nicht, dass die Spiralstruktur unserer Milchstraßen, die muss nicht ewig erhalten bleiben. Da kommt dann die Frage, kann man sicher sagen, wie viel Spiralarme unsere Galaxie hat? Ja, ich glaube, sind wir eben schon mal darauf zurückgekommen. Sicher kann man es nicht sagen. Die Diskussionen variieren zwischen zwei und vier Hauptarmen und diversen Nebenarmen. Eine ganz sichere Antwort. Im Englischen gibt es diesen Begriff Flocculent Galaxies, also so, dass das so flokulent, ich weiß gar nicht, wie man das im Deutschen sagt, aber dass die Struktur. Es ist sogar die Frage, dieses Modell zeigt so schöne Spiralarme. Vielleicht sind die Spiralarme gar nicht ganz so schön ausgeprägt, wie es das Modell hier zeigt. Das gehört zu den Dingen, die noch nicht 100% verstanden sind. Überträgt sich bei der Sternentstehung die Rotationsorientierung der Scheibe auf die Sterne oder sind deren Rotationsachsen zufällig verteilt? Wenn man sich einfach über Drehmomenterhaltung das überlegt, muss sich das eigentlich erhalten, müssen sich Rotationsrichtungen erhalten. Deswegen würde ich sagen, zu erster Ordnung sollte das so sein. Es gibt dann immer so komische Effekte, dass man plötzlich mehrere Sterne hat, dann bilden sich Binärobjekte oder Trippelobjekte, die dann miteinander interagieren und dann kann es auch retrograde Orientierung geben. Aber zu erster Ordnung in einem einfachen System würde ich erwarten, dass sich das erhalten sollte. Als nächstes sehe ich hier, wie ist die prozentuale Verteilung von Gas, Materie, dunkle Materie und der Masse der schwarzen Löcher in der Milchstraße? Also gehen wir auf die schwarzen Löcher. Das Zentrum unserer Galaxie hat das schwarze Loch. Ich habe jetzt die Massenzahl nicht genau im Hinterkopf. Das dominiert das Gravitationspotenzial wirklich nur im innersten Zentrum. Sobald wir uns aus dem innersten Zentrum herausbegeben, wird das Potenzial schon dominiert von den Sternen. Der größte Massenanteil in unserer Galaxie sind im Endeffekt die Sterne. Das Gas hat im Vergleich dazu ungefähr 10%. Die schwarzen Löcher sind vergleichsweise immer, wenn man das Gesamtbudget nimmt, sehr viel geringer. Ist die Verteilung der dunklen Materie in unserer Galaxie voraussichtlich gänzlich gleichmäßig oder gibt es Ballungsgebiete? Da bringen Sie mich wieder in schwieriges Terrain. Ich würde davon ausgehen, dass es eigentlich auch Ballungsgebiete geben müsste, aber in den Studien, die wir so machen, untersuchen wir immer andere Materialien. Also ich mag mich da nicht feststellen. Vermutlich ist es. Nein, ich mag mich da nicht feststellen, liegen an dieser Stelle. Jetzt sehe ich, dass es keine weiteren Fragen gibt. Ja, bevor wir dann hier heute Schluss machen, begebe ich mich noch einmal zur Zukunft sozusagen, um Sie noch einmal final darauf aufmerksam zu machen, dass es eben nächsten Dienstag wieder einen Vortrag gibt über das Projekt Nachtlichtbühnen. Und ja, wenn Sie Interesse an solchen Vorträgen haben, möchten Sie gerne auch ermuntern. Sie können auch gerne den YouTube-Kanal dafür abonnieren. Und ansonsten bedanke ich mich bei Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit, für die vielen Fragen. Ich bedanke mich für den Abend. Ja, und ich wünsche Ihnen auch weiterhin einen schönen Abend und alles Gute. Bis dahin. Auf Wiederschauen.